So, willkommen zurück zu Ark Scorched Earth. Wie man sieht, ist es mittlerweile dunkel geworden. Und der CEO ist auch wieder dabei. Ich vergesse es irgendwie immer. Hallo. Yo! Gib mir halt einen Peitschenhieb. Wie So. gesagt, für dich ist auch eine Kiste und auch der Bogen mit ein paar Pfeilen. Boah, ist das hell hier, ey. Pfeil, Bogen, Peitsche. Keep your foes at bay. Keeps your herd moving. Was für eine Herd? Kann man Keine irgendeine Ahnung. Art von Herde haben? Anscheinend schon. Peitschst du gerade ein Paar aus? Ja. Also hört es sich auch an. Gott, steck hier fest. So, Aber Peitsche. die Peitsche ist kaputt. Peitsche. Yay, die hält ja lange. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür das Ding ist. Ich. Was? Also, ich würde ja fast sagen, zum Sandfarmen. Okay, es ist scheiße kalt jetzt. Oh, da hinten sind Airdrops. Weißt du was? Ich reite da mal gerade hin, wenn ich es überlebe. Mach Kannst das. du mal ein Lagerfeuer machen in der Zeit? So, ja, das Oh Gott, könnte ich man. bin zu schwer wegen den ganzen Steinen, ey. Ich habe jetzt hier Steine gedroppt, falls du welche fürs Lagerfeuer brauchst. Dann nimm sie dir. Ja, ich habe über 100 in der Kiste. Okay. Vielleicht sollten wir mal. Ich mach mal hier meine Fleischstacks auseinander, damit wir mal anfangen können, hier Narkosemittel zu machen. Für XP und so. Wenn ich wiederkomme, gibt es ein bisschen Gammelfleisch und Narkobären haben wir bestimmt auch ein paar. So, aber ich gehe jetzt wie gesagt erstmal gucken, was es hier so gibt. Das sieht halt selbst bei Nacht extremst geil aus. So, und hier sind irgendwie nur weiße Airdrops, die gerade irgendwie alle gleichzeitig runterkommen. Was ist jetzt los? Get Get underground. underground ist jetzt. Was? Hä, was ist los? Irgendwie unter die Erde, weil es heiß draußen ist. Ja, Hä? keine Ahnung. Wieso? Warum? Alter, es ist mitten in der Nacht. Was ist los? Okay, ich komme zurück. Ja, wo sollen wir denn unter die Erde? Es ist überall heiß, selbst in dem scheiß Zelt ist es heiß. Ins Wasser vielleicht? Habe ich gerade probiert, geht auch nicht. Geht auch nicht? Nee, hier ist trotzdem heiß. Verrecken wir denn? Aber Gesundheit geht nicht runter. Aber, hä? Nee, bei mir gerade nicht. Vielleicht gleicht sich das aus, weil es Nacht ist. Irgendwie, hä? Guck mal, aber hier fliegen überall so Funken rum, siehst du das? Naja, das ist irgendwie, als wenn ein Vulkan ausbricht oder irgendwas in die Richtung. Wir verlieren kein Leben, oder? Nee, ich habe volles Leben. Hä? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich, aber wird mir nicht als volles Leben angezeigt. Der Wolf hat volles Leben. Hä, was ist? Okay, es ist jetzt gerade. Wie warm? Es ist Superheat. Ach, das ist so eine Art Event, wie von Survival of the Fittest. Es ist jetzt gerade 21 Grad, aber es ist mitten in der Nacht gerade. Eben war es ja eiskalt und jetzt ist es Okay, 21 Grad. gut, dass es nicht tagsüber passiert ist. Ja, ich glaube, wenn es jetzt tagsüber wäre, dann wären wir ganz schön schnell RIP gewesen. Möglich. Okay, ich setze meine Reise fort. Ups, erstmal stecken geblieben. Es sieht übel strange aus jetzt. Dadurch, dass der Boden jetzt überall rot ist. Aber dann haben sie hier echt so Events eingebaut, wie bei Survival of the Fittest. Oh, das finde ich cool. Jo, finde ich an sich auch nicht schlecht. Dann gibt's Sandsturm. Wenn es sowas gibt, dann gibt's auch Sandsturm. Ja, irgendwofür muss das Zelt ja gut sein, also da. Puh, der Drop leuchtet. So, ich schaue jetzt mal. Hier ist ein weißer Airdrop, der einfach des Todes am Leuchten ist. Ich weiß nicht, warum der so heftig übertreibt, aber der Wolf ist auf jeden Fall echt ein Segen gewesen, muss ich sagen. Hier ist wieder so eine Motte. Aber ich versuche die jetzt mal nicht zu betäuben. Warum ist der bitte so hell, der Airdrop? So, öffnen. Hier ist drin nur Matz. Salz, Silk, Preventing Salt, Sand und Clay. Gut. Hä? Als ob jetzt alle Airdrops verschwunden sind. Was geht ab? Da hinten. Ah, da sind. Da ist noch ein lilaner. Ob ich überhaupt jemals zurückfinde. Wir brauchen noch ein Reittier für dich. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich würde gern was Fliegendes haben. Warum? Fliegen ist doch viel schöner. Findest du? Ich dachte, du magst Fliegen nicht so. Doch, ich finde Fliegen ganz Oh, hier cool. ist so ein Level 9. Hier. Kamel. Dann betäub es. Huch, dieses. Uah! Leute, es kämpft. Es greift an.
Was geht ab? Ich dachte, die sind friedlich. Anscheinend nicht, wenn sie Mate-boosted sind. Okay, gut zu wissen. Was für ein Fuck? Sackgasse. Okay, die Viecher scheinen halt echt, wenn die Mate-boosted sind, leicht aggressiv zu sein. Oder zumindest, wenn die zu mehreren sind. Oh, es wird Tag. Das könnte jetzt gefährlich werden. Na, wie viel Grad sind es denn? 28. Jetzt schon. Und die Sonne ist noch nicht mal ganz aufgegangen. Ich bin jetzt hier gerade noch im Schatten. Ich will jetzt noch den... Oh, fuck, ich dachte, ich kann da hochspringen. Ey. Ich will noch den Airdrop haben, den nächsten. Uff, der ist ja voll weit weg. Wie lange hält denn dieses scheiß Event? Okay, jetzt habe ich Schiss. Die Sonne kommt langsam hier. Das erinnert mich irgendwie hier gerade voll an, an Riddick. Kennst du den? Ja. Wo die auf dem, auf diesem Feuerplaneten sind, da, nicht auf dem Feuerplaneten, auf diesem Gefängnisplaneten und dann die Sonne kommt. So. So fühle ich mich gerade. Ja, es wird auch immer wärmer. Es sind jetzt, nee, immer noch 28 Grad. Ja, 28 Grad. Aber ich habe irgendwie Schiss, dass es noch heißer wird jetzt gleich und dann geht's auf einmal tot. Und irgendwie sind auch alle Airdrops voll weit weg plötzlich. Ah, okay, das ist also die Musik, wenn es hier Tag wird. Hier ist ein Ankylo und da ist wieder so eine Motte. Meinst du, auf den Motten kann man fliegen? Vielleicht, ja. sind die Motten die Pteras dieses Arcs hier. Ich brauche Stein, ist es. Stein und Stroh brauche ich gerade mal. Vielleicht ist das ja eine relativ lowe Motte. Level 2 Motte. Okay, wenn ich die nicht betäubt kriege, dann weiß ich auch nicht. Ich brauche nur ein bisschen Stein und ein bisschen Stroh. Und hier ist natürlich nichts Baumäßiges irgendwie. Gibt Kaktus Stroh? Wofür Stein und Stroh? Für Bola. Ah. Wo ist die Motte jetzt hin? Da ist sie. Okay, diesmal muss ich aufpassen, dass das Ding nicht wieder seine komische Explosion macht. So. Zack. Okay, es scheint immer diese Explosion zu machen. So, und Bumerang ins Gesicht. Zack. Und zack. Ja, mal gucken, nicht, dass das Ding stirbt. Es scheint recht viel auszuhalten. Oh ne, es blutet schon. Vielleicht wäre Steinschleuder besser gewesen. Die macht wahrscheinlich weniger Schaden, oder? Ich weiß nicht. Ich hab's getötet. Verdammt. Es hat ein Inventar, wo nichts drin ist. Scheiße. Oh, es hat Zitin. Und ohne Ende Zilk. 200 okay. Zilk habe ich von dem Vieh bekommen. Scheiße. Gut, dann wissen wir ja auch, wo es das gibt. Ja, aber ich hätte es ganz gern versucht zu tamen. Okay, der Boomerang scheint für die Viecher noch zu stark zu sein. Aber meinst du, ich glaube, Narko-Pfeile sind dann sogar noch stärker, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden die Sachen machen. Aber vielleicht hätte ich ein bisschen warten müssen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das Ding auch irgendwie Torpor Overtime macht. So, was bist du denn hier für einer? Level 40. Viel zu hoch. Ha. Oh Gott, wo bin ich überhaupt? Ich glaube, ich muss in die Richtung hier. Ich komme mal wieder zurück zu dir. Vielleicht können wir dir ja auch so ein Känguru tamen. Dafür brauchen wir aber einen Sattel. Ach ja, stimmt. Ugh. Aber für diese Motte bestimmt auch. Ja. Falls man die reiten kann. Wir können ja mal gucken, ob es dafür einen Sattel gibt. Vielleicht gibt es. Ja, aber ich weiß. Wie heißt denn das Vieh überhaupt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Können wir ja auch nicht gucken, ob es einen Sattel gibt. Ishti. Na, wir können ja mal gucken, was hier so ist. Aber hier dieser. Hier, da ist auf jeden Fall Morellotops. Morellatops, das ist dieses Kamel. Ja. Das gibt's schon, aber sonst gibt's noch nichts. Vielleicht da braucht das Ding ja auch keinen Sattel. Vielleicht ist ja wieder Wolf. Das kann natürlich auch sein. Oh, hier sind Raptoren. Und, beziehungsweise ein Raptor und ein Terrorbird. Weia. Wir müssen dir irgendein Tier besorgen erstmal, damit du dich fortbewegen kannst. Ja, wäre schon nicht schlecht. Und damit wir hier mal auch auf Erkundungsreise gehen können. Hast du denn hier irgendwie schon mal so ein Ptera gesehen? Also ich zumindest nicht. Nee. Ja, nichts.
Also so schön es hier auch alles ist, ne? So ein kleiner Leitfaden wäre nicht verkehrt. Weil ich weiß gerade nicht wirklich, was wir machen sollen. Also ja. auf jeden Fall überleben. So viel ist sicher. Da ist noch so ein Viech. So, zack. Ich möchte ganz gerne so ein... Auf jeden Fall so ein Morello-Dings-Viech haben. Weil das scheint doch eins der ersten zu sein, die man sich tamen sollte. Sonst gäbe es den Sattel nicht so früh. Ja, ich scheine... Mal gucken, ist wahrscheinlich auch irgendwie... Oh, Level 76, Alter. Bärenfresser. Ja, der frisst Bären, ja, das habe ich schon festgestellt. Aber... Was ist das? Was denn? Ich habe jetzt hier gerade so einen Eintrag bekommen für dieses Buch da. Ja, weil ich hier gerade dieses Viech getötet habe. Ich bin hier direkt neben dir, deswegen... Wir müssen irgendwas zum Tamen für dich finden. Ja, das Vieh hier blutet, ja. Ja, ich jag das jetzt mal. Das ist halt, guck mal, wenn die alleine sind, sind die schissig. Aber wenn die zu mehreren sind, dann kämpfen die sogar zurück. Hm. Aber viel auszuhalten scheint das Viech nicht. Hier ist ein Raptor. Was fällt's von einem Raptor? Fürs Erste nicht schlecht eigentlich. Zwei Raptoren sogar und ein Terrorbird. Terrorbird war auch geil. Guck, ja, wir bräuchten auch ein Fernglas, ne, damit wir das Level mal auschecken könnten. Ich habe leider nur eine Bola. Ja, wir brauchen aber. Ich habe auch Bola, aber ich meine, dafür bräuchte man ja auch Kristall. Lass mal gerade das Terrorbird hier anlocken. Dann können wir mal gucken, was der für ein Level hat. Okay, ich habe ihn. Warte, ich mach Bola. LOL! Okay, dann musst du Bolan. Level 12! Geil! Okay. Wer wirft? Ich werfe. Ach, warte mal kurz, ich will mal was gucken. Was denn? Man kann es nämlich auch hauen. Ich weiß noch nicht, ob es dann auch betäubt. Keine Ahnung. Ich werfe jetzt einfach den Bumerang in den Kopf. Oh, die Raptoren kommen näher. Oh, ich glaube, ich muss doch gerade hier Raptor töten gehen. Vorsicht. Warte. Du hast mich abgeworfen gerade, ne? Oh, ich bin fast tot. Hallo, weg. Ich hab den Raptor jetzt. Hallo? Der Terrorbird läuft jetzt. Scheiße, hast du noch eine Bola? Nee. Kacke. Mann, das kannst du nicht geben. Ich versuch's jetzt mal Kamikaze-mäßig. Wow. Dumme Idee. Komm zurück, jetzt habe ich eine, ich muss mir Stroh holen. Okay, hier, ich hab's am Arsch. Wo bist denn du? Da, wo wir eben waren. Der tut weh, ey. Okay, ich bin quasi da. Okay. Ich tank ihn kurz, dann kannst du ihn bolern. Okay. Oh, wow, okay, der hat mir ordentlich was reingehauen. So, jetzt kipp um. Hilfst du mal mit deinem Boomerang? Weil ich glaube, der fliegt halt bei mir gerade voll lang auch die ganze Zeit. Oh, nicht gedacht. Hast du gerade daneben geworfen? Guck mal, ob du direkt eine zweite Bola hast. Habe ich nicht, kann ich auch nicht machen. Scheiße, das heißt, wenn wir den jetzt nicht kriegen in der Zeit, dann rennt er wieder... Ah! Okay, ich muss versuchen ihn irgendwie... Alter. Er rennt wieder weg. Scheiße. Oh, als ob. Ich muss gucken, was ich für die Bola brauche. Okay, jetzt mache ich gerade wieder eine Bola. Du hast mich abgeworfen, Mann. Hab ich nicht. Warst du wohl? Okay, ich baue auch gerade eine Bola. Okay, jetzt kommt zurück. Ja. Bolast du ihn? Ja. Weil links von uns ist wieder so ein Scheißvieh auch, ne? Ja. Ja. Ich habe ihn getroffen. Kipp um. Verdammtes Vieh. Boah, mein Bumerang fliegt aber auch ewig lange gerade. Oh, ich hab daneben geworfen. Weißt du, was ich mache? Ich hau mit der Keule drauf. Hab ihn. Okay. Ja, haben wir Fleisch? Ja, im Wolf müsste Fleisch sein. Mach das mal gerade, ich muss mal eben skillen hier. Sagen erstmal. Achso, ja, wann kann man überhaupt einen Sattel für die Viecher machen? Oh, ja. Ich guck mal nach Terror. Die heißen Terrorvogel, oder? Level 25, wenn das hier Terrorbird-Sattel ist. Ui. Okay. Das ist noch ein Moment.
Ja, Terror wird 25 dann. Ja, halt so ein Wolf wäre noch geil, ne? Da oben ist einer. Das wäre halt interessant zu wissen, was der für ein Level hat. Oha, der verliert ja übelst schnell die Betäubung. Okay. Okay, Ich nehme mal das Fleisch raus und lass ihn töten. ich wollte gerade sagen, vergessen wir das, kill ihn mal. Ich guck mal, dass ich den, dass wir noch einen Wolf bekommen irgendwie. Okay, wenn man normal draufschlägt, dann kriegen die auch wieder Topo. Ja, das wusste ich allerdings schon. Das war mein erster Versuch damals, was zu betäuben. Mit Fäusten schlagen. Nein, mit dem Bumerang. So, pass auf, ich hab den Wolf. Mach dich mal bereit zu bowlern. Ich hab keine Bola mehr. Wie, du hast keine Bowler? Oh, ich hab zwei Wölfe, fuck. Warte. Unpraktisch. Ich kann die vielleicht hier einsperren in der Ecke. Okay, jetzt habe ich Bola. Okay, ich habe hier einen Terrorbird bei mir und Ja, den wollen wir nicht. zwei Terrorbirds, verdammt, und ein Wolf. Der Wolf kommt jetzt gleich zu dir? Nee, doch nicht. Nee, doch wieder nicht. Ui, ui. Soll ich mal probieren, bei dir auf den Stein zu kommen? Ich weiß nicht. Also ich kann die vielleicht von hier oben töten. Die Frage ist, was hat der Wolf da für ein Level? Level 4. Das wäre gut. Jetzt mal auf, ich bowler den Wolf. Und versuch den direkt zu betäuben und dann killen wir die. Obwohl, dann greifen die Terrorbirds den an, oder? Ich glaube ja. Weißt du was? Dann gehe ich jetzt weg mit dem. Ne, warte. Warte, ich hab jetzt hier. Das eine Terrorbird läuft gerade weg, weil du das andere, glaube ich, getötet hast. Okay, jetzt können wir den Wolf betäuben. Ich mach mit einem Knüppel einfach. Okay, ich mache jetzt gerade mal nichts dann. Was soll ich mit drauf werfen? Ja, werfen wir einen Boomerang vielleicht noch mit drauf, oder? Ja. Los, fall um. Ah, er will weglaufen. Oh, da kommt Terrorbird. Oh, fuck. Oh. Ah, fuck, ich kann nicht. Das Rodern hat nicht Was funktioniert. hat er jetzt für ein Level? Das ist Level 104? Oh, Level 104. Nein. Ich habe keine Bola mehr. Scheiße. Ja, aber der Wolf ist wieder bei mir. Ja, dann kriegst du bestimmt betäubt, oder? Dann lock ich das Terrorbird weg und. Ich probiere es je nachdem, was er jetzt hier macht. Ja, liegt. Wunderbar. Okay. Dann komme ich jetzt sofort zurück. Der Robert müsste jetzt gleich ablassen. Ich habe Hunger die ganze Zeit. Das nervt. Ich muss einmal gerade hier hochlaufen. Ah. Ah, lass mich doch in Ruhe, Viech, ey. Ist jetzt auch langsamer. Oh, gut. Oh, scheiße, kein Stamina mehr. Das ist jetzt blöd. Und das Vieh jetzt kommt, habe ich ein Problem. Oh, fuck, ich verrecke auch langsam, weil ich Hunger habe und nichts zu essen habe. Okay, ich glaube, ich habe es abgehängt. Hast du Fleisch für den Wolf? Ich hab schon reingepackt, ja. Okay. Puh, okay, gut. Alles klar. Wo ist er denn? Der ist direkt beim Terrorbird, bei der Leiche drin in der Ecke da. Wo soll das sein? Ach, ne, hä? Hier Wo? in der, warte. Hier unter mir jetzt. Unter dir? Wo bist denn du? Hier unten in der Kante drin. Ah, alles klar. Aber ich wollte den Terrorbird halt nicht abbauen, weil ich gedacht habe, bevor ich den dann treffe. Der Terrorbird. Ah, jetzt greift er dieses andere Vieh da an, dieses. Oder nee, er kommt. Echt? Terrorbird kommt. Okay. Hier ist auch ein Saber, glaube ich, gerade neben uns. Heieiei. Ja, selber kommt auf mich. Gebolert. Wow! Da ist dieses Vieh, was Stacheln schießt. Greift es dich an? Es hat gerade irgendwie so ausgesehen, als wenn es auf mich losgeht, aber. Scheiße, wir müssen. Oh, es schießt. Wow, ja. Oh, Vorsicht, okay. Terrorbird! Ja, und Betäubung steigt schnell an. Wir können das Terrorbird hier töten, so wie es hier gerade hängt. Es steckt fest. Oh. Ich Ach, komme, fuck. ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Jawohl, ich hab ihn. Ich glaube, wir brauchen eine Knochen.
Okay, dann geh irgendwie auf den Stein hoch. Ja, kann ich hüpfen. Puh. Mann, 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 so viel Action, ey. Und das, wobei man sich so schlecht verteidigen kann. Ja, der. Und jetzt kommt auch noch der Saber. Oh nein. Ernsthaft? Der ist unter uns irgendwo. Der ist, oh nein, fuck. Ah, na toll. Level 40 Saber, der Wichser. Ich versuche hier mit dem Wolf zu töten. Ah, scheiße, jetzt ist er hinter mir. Das ist nicht gut. Wo ist er jetzt? Alter, macht der Schaden! Krass, der Wolf ist fast tot. Boah! Jetzt hat man auf einmal den Wolf nur auf Stamina skillt. Puh, okay. Jetzt bin ich erstmal einen Moment lang sicher. Saber, wo bist du? Zeig dich. Ich will dich mit meinem Boomerang totwerfen. Was macht der? Wo rennt er hin? Der will jetzt aber nicht den Wolf fressen, oder? Ne, er rennt irgendwie weg. Okay, wunderbar. Huch, was war hier? Lol. Ich habe gerade fast den Wolf getötet, weil ich in die Richtung geguckt habe, wo der Boomerang herkommt, kommen wird. Und dann hat er dem Wolf eine geklatscht. Oh. Boah, gut. Effektivität ist bei dem sowieso scheißegal. Ne, nicht der Betäubende, der meiner. So. Hier ist ein Level 20 Morello Tatops. Sei betäubt. Ah. Oh, Boomerang ist kaputt. Oh, der fängt doch schnell an zu bluten. Vielleicht schaffe ich es jetzt hier so ein Kamel zu tamen gerade, gleich. Ja. Wenn es nicht stirbt. Daneben geworfen. Ich glaube, ich habe nicht genug Bären. Wenn du kannst, bring Bären mit. Ja gut, Bären kannst du ja da nebenbei auch noch sammeln. Das ist ja eigentlich gewesen. Er steckt gerade ziemlich gut fest. Ich werde ihn wohl betäuben können, wenn er nicht stirbt. Na komm. Jetzt kipp doch mal um. Komm jetzt. Hallo? Ich bin mir gerade wieder nicht sicher, ob das jetzt überhaupt Treffer sind, wie ich ihn hier gerade treffe. Wenn du Hitmarker kriegst, sollten es schon Treffer sein, oder? Ich krieg keine Hitmarker. Vielleicht sollte ich mal hier werfen. Aha, okay, ja. Leute, ich habe wie ein Idiot die ganze Zeit draufgeworfen. Ich hatte nicht mal Kampfmusik, ich Depp. Das hätte mir auffallen sollen. Okay, da muss ich schon halten. Was? Ja, ich hab's betäubt. Okay. Ich habe keine Bären für S. Aber es braucht bestimmt Narko-Bären. Erstmal Bären sammeln ein bisschen. Stimberries, Fasern, etc. bla bla bla. So. Okay, friss mal bitte. Boah, das geht. Sollte nicht allzu lange dauern. Es wird eine gewisse Zeit dauern. Wahrscheinlich schaffen wir es diese Folge nicht mehr, das zu Ende zu erleben. Aber danach auf jeden Fall. Aber bisher muss ich sagen, geht's mit dem Überleben, findest du nicht? Ja, man muss halt nur auf manche Sachen da aufpassen, aber sonst... Ja. Oh, der scheint aber recht schnell zu fressen auch. Ich denke, das Vieh ist so vom Schwierigkeitsgrad gleich auf mit dem Trike ungefähr am Anfang. So, ja, das kann sein. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Boomerang. Ich brauche Bolas. Stein und Dingens brauche ich. Stein und Thatch. So. Hallo? Als ob ich den nicht aufheben könnte. Krass. Fake-Texturen, Steine. Da war doch gerade so ein Käfer. Komm mal her, ich hab Durst, Käfer. Komm her. Ja, danke. So, okay. Da ist wieder eine Motte, sehe ich gerade. Oh, ich muss vorsichtig sein. Ich hab jetzt erstmal 4 Bolas gemacht.
Gut, bist du wieder beim Wolf eigentlich mittlerweile? Nein. Okay, wo bist du denn? Am Lager, ich baue mich hier gerade wieder auf. Okay, wenn du kommst, kann ich dir eine Rüstung geben. Mach mich auf den Weg. Hab jetzt soweit alles wieder außer... Scheiße, der Saber ist zurückgekehrt. Und ich bin gerade am Craften. Aber er hat mich irgendwie nur einmal gebissen und ist dann weggelaufen. Wenn er jetzt wiederkommt, bin ich bereit. Aber er scheint keinen Bock mehr zu haben. Er kommt einmal, kommt aus dem Busch gesprungen, beißt mir in die Fresse und haut ab. Ach so, auch schön. Ja, aber der läuft halt die ganze Zeit da so, als ob. Okay, jetzt kommt er wieder und geht wieder weg. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Saber? Ah, da. Zack. Ich muss ihn mit dem Speer jetzt töten. Ich glaube, so viel wird er nicht aushalten. Zur Not habe ich auch noch meinen Bogen. Er ist fast tot. Ja, wunderbar. Gut, Saber tot. Hoffentlich hat er nicht den Dingens getötet, den Wolf. Das wäre ärgerlich. Ich guck mal, wie es dem geht. Hier sind wieder diese Spuckviecher. Es ist gerade echt wieder ein bisschen stressig hier, ne? Was haben wir denn eigentlich jetzt? Level 19 bin ich. Und ich will da jetzt wieder hoch. Okay, wunderbar, hat geklappt. So, okay, hier ist mein Wolf. Level 16. Da ist hier Kamel. Kamel ist jetzt, bei einem Sechstel, Fünftel, irgendwie sowas. Ja. Also es dauert schon einen Moment, aber es ist, ja, ich würde sagen, eine halbe Stunde ungefähr vielleicht. Gut, aber es geht ja. Ich kann absolut nicht erkennen, ob der Wolf tot ist oder nur da rumliegt. Kannst du es nachgucken? Ah, ich komme eh zu dir runter gerade. So. Welcher? Ah, du meinst unser Wolf? Ja, der wird noch getamed, ist bewusstlos. Ja, ja. Oh, der ist fast fertig. Ich würde sagen, noch zweimal oder einmal essen. Brauch auch nicht betäubt werden. Da ist wieder so eine Motte. Hab ich gerade eben schon gesehen. Ich leg dir die Rüstung in den Wolf rein. Ja. Zack, 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 zack. Kannst du dir rausnehmen? Müssten wir nicht schon bald Lederrüstung können? Du kannst schon mit 15, glaube ich, die ersten Teile. Ich guck mal gerade nach. Nee, 20 gibt's die erste Rüstung. Achso, ja gut, dann kannst du auch bis 25 warten und die Rüstung für die Map hier machen. Was ist das denn? Waterwell? Ist das ein Brunnen? Ja, ne? Ja. Cool. Ah doch, hier habe ich Lederhemd und Lederhose. Das geht. Trainingspuppe. Fernrohr. Ich lerne schon mal den Morella-Tops-Sattel. Insektenschutzmittel. Pachi-Sattel. Wessel. Was ist Wessel? Stores preserving salts and makes them last longer. Ah, okay. So Vorstufe von einem... Oder, nee, Moment, das ist die Alternative zu diesem Räucherschrank. Ja, es gibt hier auch irgendwie so ein Ölding, was du werfen kannst, was Leute verlangsamen, was du anzünden kannst. Jo, oh, hier ist ein Terrorbird vor unserer Schnauze. Level 12. Sollen wir das... Ach nee, das war so ätzend, ne? Ja. Oh, der Wolf ist fertig. Willst du denn mit dem Wolf das Terrorbird töten? Jetzt habe ich gerade komplett einen Stillstand. Dann mache ich das mal eben hier. Okay, kriegt der Wolf wieder direkt XP. So, zack. Boah, Wolf lootet richtig gut Leder. Sind beide unsere Wölfe von der Farbe gleich? Ich glaube, meiner ist ein bisschen dunkler. Ich glaube, der ist dunkler, ne? Hier. Okay. Ich klau dir mal gerade die Tierhaut aus dem Wolf raus. Skillen kannst du nehmen, wie du willst. Wie nenne ich meinen denn? Ich würde sagen, wie nenne ich ihn denn? Na, ich weiß noch nichts, muss ich mir noch irgendwas überlegen. Hier sind überall diese Viecher, die irgendwelche Stacheln schießen. Ja, aber solange sie uns nicht anschießen, ist ja alles okay. Ja. So, ich kann mal gerade... was fehlt mir denn jetzt? Kannst du mir Fasern geben? Muss ich mal gucken, wie viel ich gerade gesammelt habe.
Ja, doch. 200 sind in meinem Wolf. Okay, wo ist dein Wolf? Bin hier rechts, also Richtung Base. Ah, Richtung Base. Komm ein Stück vor. Aber oh, wir sind sogar Mate boosted. Geil. Mal hier, einmal, zweimal. Oh, das muss ich noch nehmen. Nimm die raus. Habt ihr Lederrüstung gemacht? Ja. Weißt du, was wir machen? Wir machen gleich direkt einen Babywolf. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was. Falls der hier bei der Hitze überhaupt ausbrüten kann. Ausbrüten? Also direkt. Wolfei oder was? Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei Säugetieren? Ja, die legen, die gebären einfach nur. Da ist egal, was für Temperaturen und so weiter. Ja, das war bisher kein Problem. Okay, das Morella Tops ist bei der Hälfte. Ich glaube, der ist recht sicher hier oben. Ich würde sagen, wir lassen ihn hier liegen, gehen zur Base zurück, machen ein Wolf-Baby und dann komme ich einfach nochmal wieder. Okay, probieren wir's. Mal von hier oben runterfallen lassen. Na gut, der wird halt scheiße, aber ich meine... Geht ja nur darum, dass man irgendwie ein Backup hat. Genau. Ich meine, jetzt haben wir zumindest, hat jetzt jeder die Möglichkeit, sich vorzubewegen. Das ist schon mal ziemlich geil. Und, ja. Ich glaube, was Besseres als ein Wolf hätten wir gar nicht kriegen können für den Anfang. Doch, zwei Motten. Chill doch mal, du. Wir können auch gar nicht einen Sattel dafür. Falls man überhaupt einen braucht. Falls man die Viecher überhaupt fliegen kann. Ja gut, das stimmt. So, du hast einen Ankylo getamed? Ja, vorhin. Der lag die ganze Zeit irgendwo auf der Straße und ähnlich, als ich gestorben bin, okay, war er halt fertig. Lass mal gerade hier vorne den Para töten, der an unserem Haus festklebt. Der geht mir auf den Sack. Außerdem gibt's XP für deinen Wolf, der kann ja noch nix. Ah, der Wolf folgt dir noch. Ja, los, Attacke. Oh, genau so eine Kante. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Hast du ein Lagerfeuer aufgestellt mal? Ja, zwei Stück hier im Zelt. Ah, okay, cool. Aber eins kriegt immer wieder einen Spawnpunkt anscheinend von dem Stein. Also da ist irgendwas noch falsch. Okay. Das ist... Ich kann auch nicht drauf zugreifen irgendwie. Ich komme nicht ins Inventar. Oder ist eh jetzt für was anderes da? Hä, ich kann nur... Nee, lol. Ja, das liegt aber daran, dass der Stein im Weg ist. Ja, ich merk's gerade. Ist voll buggy. Ja, keine Ahnung, das ist schon das zweite Mal jetzt drauf gespawnt. Ich hab gedacht, okay, beim ersten Mal war es vielleicht ein Fehler, aber anscheinend spawnt es immer wieder drauf. Also das Lagerfeuer können wir abreißen. Hä, und das kann ich hier nicht... Das Feuer viel geiler aussieht? Ich weiß nicht, aber ich kann das Feuer hier nicht entzünden. Hä? Ich kann das ausmachen und anmachen, aber hier kann ich nur ins Inventar zugreifen. Ja, geht bei mir auch. Jo, das Feuer sieht auf jeden Fall geil aus. Nee, selbst wenn ich es rausnehme und wieder reinmache, geht nicht. Was ist das für ein Quatsch? Was, okay, hast du, dann... Was hast du für Feuer gebaut? Leg das Fleisch einfach ins andere rein. Gut, dann mache ich mal hier gerade Wolfbabys, ja? Jo. Aktiviere Wandern. Oh Gott, wo ist das denn hier? Aktiviere Wandern, so. Pfeifst du oder soll ich? Ja, ich pfeif schon. Paart euch! Hast du genug Fleisch? In den Wolfen müsste genug drin sein. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin in beiden. Okay. Meinst du, es reicht? Ich habe keine Ahnung, welche Rate hier eingestellt ist und wie schnell das geht mit den Viechern. Schnell. Relativ. 15-fach habe ich eingestellt. Ah, ich habe mal Fleisch rausgenommen. Okay. Ja, das ist das Weibchen, okay. Ja. Das dauert auch noch einen Moment. Ja. Ja, alles klar. beim Vögeln erstmal gekackt. Oh. Kannst du nur gerade das Pfeifen übernehmen? Ich habe gerade festgestellt, die Folge geht schon viel zu lang. Deswegen müssen wir die jetzt auch abrupt beenden. Okay. Alles, ja. Wir haben ja noch ein paar Sachen am Laufen. Wir machen gerade, das Wolfsbaby noch und das Tier wird noch getamed, das Morell irgendwas. Aber das gibt's dann wohl alles in der nächsten Folge zu sehen, weil, ja, diese ist jetzt zu Ende. Also, tschüss. Hallo.